Herr Degenhardt, Sie haben analysiert, dass die Energiepreise in den USA um 50% niedriger sind als in Deutschland. Was bedeutet das für den Produktionsstandort Deutschland? Das beeinflusst natürlich unsere Wettbewerbsfähigkeit in Summe. Und wir müssen aufpassen, dass wir uns hier nicht in Gebiete schießen, die uns am Ende des Tages Arbeitsplätze kosten. Die Bundesnetzagentur hat beispielsweise errechnet, dass uns alleine die EEG-Umlage dieses Jahr etwa 21 Milliarden Euro kosten wird. Der Strom, der dadurch erzeugt wird, ist vergleichsweise an der Börse lediglich 2 Milliarden Euro wert. Diese Verhältnisse können wir uns, wenn wir wettbewerbsfähig bleiben wollen, nicht mehr leisten. Die Stromkosten haben einen erheblichen Einfluss auf die Lohnstückkosten, die die Wettbewerbsfähigkeit repräsentieren. Und hier müssen wir zurückfinden in Deutschland zu einer europäischen Energiepolitik. Deutschland lebt hier nicht auf einer Insel. Wie können die Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes darauf reagieren? Ja, wir haben mehrere Alternativen, wie wir darauf reagieren können. Natürlich ist oberstes Gebot, den Energieverbrauch wo immer möglich abzusenken. Dann gehen verschiedene Industrieunternehmen auf Eigenproduktion über. Das ist aber sehr standortspezifisch. Wir können versuchen, uns bei hochenergieintensiven Standorten befreien zu lassen. Beispielsweise hat Continental lediglich 2 Standorte in Deutschland von in Summe 55, die befreit sind. Und die letzte Alternative ist dann Verlagerung. Und dann sind wir bei dem Punkt Verlust von Arbeitsplätzen. Das wollen wir natürlich alle vermeiden. Welche Einflüsse haben denn Währungsschwankungen auf Ihr Geschäft? Continental hat letztes Jahr knapp über 33 Milliarden Euro Umsatz gemacht und wir haben durch Währungseffekte über 800 Millionen Euro Umsatz verloren. Auf unsere Rentabilität, Profitabilität hatte das keinen Einfluss, aber es ist natürlich ein negativer Faktor, wenn in diesem Ausmaße Umsatz verloren geht. Es sind andere Betriebe, die weniger international aufgestellt sind und dazu zählen insbesondere die kleinen und mittelständischen Unternehmen, die Firmen wie Continental zuliefern. Wir hängen von diesen Firmen ab, die diese Ausgleichsmöglichkeiten weniger haben. Auch hier ist wieder die Wettbewerbsfähigkeit betroffen und es ist natürlich nicht unser Interesse, dass durch Währungseffekte die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie in Summe, insbesondere der kleinen und mittelständischen Unternehmen, leidet in Deutschland. Wie haben es denn die deutschen Unternehmen geschafft, ihre Produktivität gegenüber den europäischen Nachbarn zu erhöhen? Ja, da spielen die Lohnstückkosten eine ganz entscheidende Rolle. Um ein Beispiel zu nennen, die Lohnstückkosten sind in Deutschland seit 2000 um etwa 12% angestiegen. In Frankreich hat dieser Anstieg das Doppelte betragen als in Deutschland und hat dazu geführt, dass die Produktivität in Frankreich eben niedriger liegt als in Deutschland. In Deutschland hat uns geholfen, dass wir angemessene Lohnabschlüsse getätigt haben in den letzten circa 10 Jahren. Wir haben sehr stark in unsere Innovationsstärke investiert und wir müssen schneller sein am Markt. Das nicht nur in Europa, sondern weltweit. Und dann haben wir Wettbewerbsvorteile, die sich in höherer Produktivität niederschlagen in Deutschland. Und das müssen wir versuchen aufrechtzuerhalten. Continental hat bei der Fabrik des Jahres dieses Jahr 2 Preise gewonnen. Was bedeuten diese Preise für Ihr Unternehmen? Das freut uns natürlich sehr. Und das ist ein Indikator dafür, dass wir wettbewerbsfähig sein können an unseren deutschen Standorten. Dazu müssen wir täglich an unserer Produktivität arbeiten. Das gilt nicht nur für die Produktion und die Supply Chain, das gilt für alle Bereiche in unserem Unternehmen. Dazu haben wir eine spezielle Initiative begonnen vor 4 Jahren. Und damit versuchen wir Produktivität beispielsweise im Personalbereich, im Finanzbereich, im Entwicklungsbereich, also in allen Bereichen des Unternehmens, Jahr für Jahr zu verbessern.